Shenzhen im Süden Chinas. Hierhin sind gleich mehrere Leistungsträger der deutschen Automobilindustrie abgewandert. Vor wenigen Jahrzehnten war hier noch eine Kleinstadt und Wiese. Dann machte China Shenzhen zur Sonderwirtschaftszone und damit zur Boomstadt. Jetzt soll hier das Auto der Zukunft entstehen. FMC heißt die neu gegründete Automarke. Und die kauft sich massiv deutsches Know-how zusammen. Carsten Breitfeld war zuvor Projektleiter in der BMW Elektrosparte. Apple-Produzent Foxconn und der Internetgigant Tencent wollen jetzt eine Macht in genau diesem Markt werden. Und zwar schnell. Wenn man zu spät ist, und das ist das, was aus meiner, nach meiner Wahrnehmung ein großes Risiko für die traditionelle Automobilindustrie im Moment, wenn man zu spät ist, dann ist man eben zu spät. Und wie ein berühmter Politiker mal gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Fast die gesamte Entwicklungsmannschaft der BMW Elektrosparte E ist nach China gewechselt. Neben Projektleiter Breitfeld haben die Chinesen auch noch gleich den Designchef weggekauft, Benoît Jacob. Und den Entwickler der Antriebe von i8 und i3. BMW sieht keine Beeinträchtigung der Erfolgsgeschichte. Aber warum sehen die Abgewanderten ihre Zukunft nicht bei BMW, sondern bei einem Start-up in Chinas Süden? Ich möchte da und kann da jetzt hier nicht über BMW oder über BMW i reden und was da möglich wäre oder nicht. Ich denke einfach, einer der wesentlichen Treiber ist, dass man zunächst noch sehr stark sein klassisches Geschäft beschützen möchte und es möglicherweise noch für zu früh halt zu massiv in diese zukünftigen Technologien zu investieren, um nicht das klassische Geschäft zu gefährden. BMW betont, man baue sein Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen konsequent aus. Man gehe aber davon aus, dass Verbrennungsmotoren auch 2030 noch einen ganz wesentlichen Anteil am Antriebsmix haben würden.